Hi, hier zurück zu einer neuen Folge Stronghold 3. Die nächste Mission kommt Black Stuff. Einer der verbannten oder der verbannte Ritter, den wir jetzt aufsuchen wollen, um uns ja bei dem Truppen zu rekrutieren für unsere Armee, um gegen den Schakal zu kämpfen, weil wir im Abspann in der letzten Folge gehört haben, dass unsere Truppen, wir waren dem Schakal einfach unterlegen. Ihr habt es auch gesehen in der letzten Folge. Wir haben es einfach nicht geschafft, uns gegen den zu verteidigen. Wir waren in der Unterzahl, es ging einfach nicht. Ja gut, starten wir einfach die Mission. Auf geht's. Es ist dunkel und kalt und wir sind alle müde. Wir sind schon zu lange hier. Wir hören den Kampf. Die Ratten haben die Kontrolle über das nördliche Gebiet übernommen. Sie herrschen mit eiserner Faust und ohne Rückgrat. Ich habe ihren Vater umgebracht. Er hinterließ drei uneheliche Söhne. Einer schrecklicher, feiger und erbärmlicher als der andere. Rupert Silverback, der Jüngste, soll die Marschländer erobern. Der Soldat bat uns um Hilfe, um die Burg von Silverback zu befreien. Er erzählte uns, dass Thomas Blackstaff in ihr und für jede Hilfe dankbar sei. Ich sagte ihm, dass seine Burg bei Einbruch der Dunkelheit gerettet sein würde. Die Nachkommen eines alten Feindes, der Ratte, herrschen über diese Ländereien und übernehmen, ermutigt durch die jüngsten Ereignisse, gewaltsam die Ländereien der wenigen unabhängigen Lords. Ihr müsst herausfinden, wem Lord Blackstaff treu ergeben ist. Um das zu erreichen, müsst ihr durch die belagernde Armee von Silverback stoßen und die Burg erreichen. Dann sollten wir das Versprechen einhalten und die Burg noch vor der Dunkelheit erobern. Unsere erste richtige Belagerung, denke ich mal. Die Burg erreichen oder müssen wir selbst wieder eine Burg aufbauen? Wir werden sehen. Oh, das sieht toll aus, das Bild. Es wird sehr gefährlich sein, zu Blackstaffs Burg zu kommen. Und wir können uns nicht mal seiner Loyalität sicher sein. Was sind das denn für Seid Leute? Gegrüßt. Ach, es gibt sogar bewaffnete Frauenbauern. Bäuerinnen, bewaffnete Bäuerinnen? Das ist cool. Das ist aber nicht euer Ernst mit den Einheiten hier. Das sind paar bewaffnete Bauern, fünf Bogenschützen und ein paar Lanzenträger. Wir müssen jetzt hier lang, irgendwo hier hinten durch, über die Brücke. Gut, es stehen uns aber auch keine großartigen Truppen entgegen. Und dann müssen wir hier lang und hier geht's nicht weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal schon mal. Eure Befehle, Sir. Wo kommen die ersten Einheiten, ist die Frage. Hier, ein Bogenschütze. Ein Späher. Späher, vorwärts. Lordschaft, wir gehen. So, die sind ein bisschen schneller als alle anderen. Die sollen sich schon mal den Bogenschützen erholen. Bei bewaffneten Bauern ist es nämlich nicht so schlimm. Oder Bäuerinnen, Entschuldigung, ich muss jetzt ja immer beide Geschlechter aufzählen. Die Menschen hegen Waren. Ist das ja nicht so schlimm, wenn da der ein oder andere fällt. Der müsste jetzt gleich anfangen. Yep. Wir sollten versuchen, uns so leise wie möglich um sie zu kümmern. Zu spät. Er hat uns bereits bemerkt. Wie soll ich mich denn leise um die kümmern, bitte? Entweder ich töte sie oder töte sie nicht. Seit wann kann man in Stronghold leise sein? So, einer ist schon gefallen. Der zweite ist gefallen. Oh Gott, von hinten schießen sie auch noch. So. Oh Gott. Wieder in Bewegung. Ich habe einen Fehler, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Sir, Lanzknecht bereit. My Lord. Ich wusste nicht, dass die von da hinten jetzt anrücken. Schöner Tag, Eure Hoheit. Gut, kümmern die sich hinten um die Bogenschützen und die anderen. Okay, das hat jetzt besser geklappt, als ich gedacht hätte. Schöner Tag, Eure Hoheit. Aber von wo kamen die alle? Hier waren noch gar nicht so viele. Wahrscheinlich ist es so eine Mission, wo ich zwischendurch Verstärkung bekomme. Hoffe ich. Wirklich, hoffe ich. Weil ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, wenn hier ständig irgendwelche Leute spawnen. Hier lang, hier lang, hier lang. Geht doch bloß hier lang, aber hier ist... Wo muss ich denn hin? Ich muss zu der Burg. Ach, ich weiß das nicht. Ich folge einfach dem Weg. Eure Befehle, Sir. Ach, die haben die schon erledigt. Einfach mal rübergeschossen.
Ja, komm, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Kurz vorher. Ah, das sind bewaffnete Bauern. Oh, Pikiniere. Die blockieren die Brücke. Und die Bogenschützen sollten langsam anfangen zu schießen. Warum können die denn nicht schießen auf die Entfernung? Bogenschützen. Hallo. Seid ihr total bescheuert oder was? Okay. Wie sinnlos ist das denn? Die können nicht über dieses Geländer rüberschießen. Macht sie fertig, Männer. Natürlich, Sir. In Bewegung, Sir. Dann ist das eben so. Meinetwegen. Das ist die Burg von ihm. Da muss ich hin. Ach, man kann durch die Sümpfe durchgehen. Ja, dann muss ich hier wohl durch die Sümpfe durch. Dann wird das natürlich viel logischer. Da könnte ich, das sind aber allerdings 4, deswegen ist das ein bisschen Schwachsinn, da 12 bewaffnete Bauern vorzuschicken. Natürlich, Sir. My Lord. Ich mach's aber. Bereit, Sir. Wir sind eure Leute. Und jetzt. Bogenschützen unterwegs. Die schießen jetzt nämlich erst auf die bewaffneten Bauern. Die Bogenschützen können sich schon mal da platzieren und schon mal auf die schießen. Die bewaffneten Bauern sind sozusagen nur die Ablenkung. Ja, Sir. Zack. So sollte es sein. Hier hinten kommen die Nest. Bogenschützen vor, die Lanzenträger sind mir einfach zu langsam in diesem Spiel, ey. Die sind jetzt so lahmarschig wie Ritter, ey. Fast, denke ich. Irgendwie so. Okay. Ich schieße aber auch immer bloß die Hälfte der Bogenschützen. Wir bewegen uns. Könnt ihr von da schön schießen? Ja, können sie. Oh, die aber auch. Ja, gut. Hat sich auch erledigt. Weiter geht's. Eine Patrouille ist da, und es sieht so aus, als haben sie uns gesehen. Wir beeilen uns lieber. Wo denn? Ah, da unten. Oh. Neue Befehle. Was zum... Sofort, Sir. So, erstmal die bewaffneten Bauern ausschalten. Und dann hier Bewegung, hinten. Sir. Komm schon, Jungs. Ja, Sire. Bogenschützen die vorrücken. Sind guter Dinge. Vorrücken. Ziel anvisieren. Schießen. Zack. Ausgeschaltet. Sir. Sir. Ja, Sir. Puh. So schwer ist das, glaube ich, alles gar nicht hier. Ich habe noch mehr als genug Truppen, denke ich. Es stehen uns wirklich nicht viele im Weg. Also da hätte ich jetzt mehr erwartet. So, bewaffneten Baum kann ich nicht mehr vorschicken, denn ich habe keine mehr. Gebt uns nur ein Ziel. Pfeile los! So. Und zack, hat sich wieder erledigt. Es ist echt zu einfach. Mehr Feinde, mein Herr. Ja, oh Scheiße. Stopp! Neue Befehle. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da noch eine Patrouille kommt. Aber die Patrouille hat sich schon wieder in Luft aufgelöst. Heißt, auf gut Deutsch, ich kann weiter vorrücken. Go, go, go. So soll's sein. Ich habe mehr als genug Einheiten. Ich brauche nur noch die hier ausschalten und dann bin ich da. Da muss ich noch ein paar Felsen abreißen oder wie? So, Bogenschützen sind. Ja, Sire. Lass sie fliegen. Schaltet mal den da hinten aus. Auf die so, Plätze, dann Männer. Rückzugbogenschützen. Jetzt. Landsknecht bereit. Und ihr kümmert euch um die. Ansonsten haben die Bogenschützen gleich ein Problem. Bereit und warten. Die sind im Prinzip bloß die Ablenkung, damit die Bogenschützen auf die draufhalten können. Ansonsten, nur mit Lanzenträgern würde ich die nämlich nicht runterkriegen. Von daher passt das schon so. Ich habe keine bewaffneten Bauern mehr, die haben sich in Luft aufgelöst. Sir. Nur noch Lanzenträger
Er ist eine Landsknechte und Bogenschütze. Ist das blau? Ist das der Zaun? Das muss der Zaun sein, ne? Dolch heraus, Männer! Die Bogenschützen haben geschrien. Jetzt ziehen sie auch endlich mal den Dolch. Dann reiß mal ab, das Ding. Seid ihr sicher, Sir? Wir sehen keinen Weg. Schießen die gerade von hier hinten? Guck mal, Leute, ihr braucht das nicht abreißen. Das ist absoluter Schwachsinn, diese Mauer, ne? Ich hätte ja verstanden, wenn sie es abreißen, aber die, selbst um das abzureißen, gehen die nicht hier hoch, sondern gehen da rum. Wie schwachsinnig ist das denn? Landsknechte, vorwärts! So, auf, rein da. Lord Blackstaff hat sein Tor für uns geöffnet. Wir sind siegreich, Sire! Das war's, meine Freunde.